Es gibt ja Steine. Und es gibt Steine. Was ist denn das? Edelsteinwasser Deluxe. Edelsteinwasser Deluxe. Ich kenne nur Sprayquell naturell ohne Kohlensäure. Und ich habe immer gedacht, mit Steinen baut man Häuser. Oder man trägt Steine als Schmuck. Aber es gibt da draußen einige Menschen, die mit ihren Steinen andere Sachen machen. Und ich weiß, jetzt über absurde Produkte lachen, weil ich mal wieder die Anwendung nicht verstehe. Das ist ja das eine. Aber ich würde heute wirklich gerne wissen, warum? Heilsteinwasser. Warum essen manche Menschen Licht? Warum trinken manche Menschen Steine? Und wieso gibt es da draußen so viele teure Dinge zu kaufen, wo ganz normalen Kieselsteinen auf einmal heilende Wirkung und Co. zugesprochen werden? Jetzt mal ehrlich, wer kauft sich bitte für 70 Euro 500 Gramm Amethyst zum spirituellen Aufladen? Ich! Alles für die Wissenschaft! Und 60 Euro für eine Flasche für himmlisches Edelsteinwasser ausgeben, wenn man das für 16 Euro einfach selbst machen könnte? Hab ich! Beides! Und ich bereue jede meiner Entscheidungen, die mich hierhin gebracht hat. Aber irgendwie muss ich ja die Wirkungen für dieses Video heute auch nachvollziehen können. Aber wirklich niemand. Niemand da draußen würde sich einen Gua Sha Massageset aus Jade kaufen, wenn man weiß, dass man nach einer traditionellen Gua Sha Massage mit Steinen so aussieht. Weiß ich nicht, muss das? Was und wie soll ich damit überhaupt massieren? Okay. Heilen mit Steinen. Oder wie wir sagen, wenn der Placebo hart wird. Und damit Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in meinem wunderbaren Kellerchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ein Stein. Die Abenteuer der Rückseite? Meerstein. Aber in Kristallform. Und das ist nicht nur irgendein Kristall, das hier ist ein Amethyst. Auch bekannt als der Meisterheiler. Ja, und der kann euch angeblich davor bewahren, betrunken zu werden. Ich wusste, wir sind füreinander geschaffen. Und um zu schauen, ob dein Amethyst auch wirklich echt ist, kannst du testen, ob er Glas schneidet. Und was soll ich sagen? Meiner ist echt, der schneidet Glas. Und mich. Ich hab den ausgepackt und direkt geblutet. Echte Geschichte. Meisterheiler. YouTuber. So fragil. Heilsteine gibt es zwar schon eine ganze Weile in unserer Geschichte, aber das Internet hat in den letzten Jahren zusätzlich noch Internetsachen gemacht. Das gesamte World Wide Web ist komplett im Heilstein-Hype gefangen. Und by the way, no hate an der Stelle, ihr dürft gerne an alles glauben, woran ihr wollt. Sand. Aber trotzdem wird euch der Schotterkiesel wohl kaum gegen die nächste Pandemie schützen. In diesem Sinne, full hate. Manche fragten sich, Stoffmaske oder FFP2-Maske? Aber die Antwort für Steilheiler war immer, Erkältungs- und Grippesteine. Die kommen bei mir beim Abhusten raus. Und Eleanor, du kannst von mir aus auch das neue Lego-Set am linken Arm aufbauen, aber krank wirst du dann trotzdem genauso schnell. Ansonsten fühle ich mich bezüglich Steinen momentan von allem angezogen, was eher ruhig wirkt. Also ich würde jetzt behaupten, dass das Merkmal von Steinen ist, dass sie ruhig sind. Schweigen wie ein Stein und so. Außer umfallen können die echt nicht viel. Aber vor allem Kristalle sollen ganz besondere magische Fähigkeiten haben. Können vielleicht. Die Steinheiler schreiben aber selbst Dinge wie Heilsteine wirken durch ihre Schwingungen ähnlich auf unseren Körper wie homöopathische Heilmittel. Also gar nicht. Aber es glauben genug Leute an den Steinscheiß, dass es da draußen unzählige Forenbeiträge und Edelsteinshops und Erklärseiten gibt. Und die sehen alle aus wie Scheiße. Wirklich, als hätte man die 1912 aus einer Rosenquarzmine in Madagaskar ausgebuddelt. Die Screenshots sind von letzter Woche, Mann. Nicht mal der Internet Explorer würde diese Websites freiwillig mit einer Kneifzange anfassen. Aber ich bin ehrlich, meinen Amethysten finde ich irgendwie echt hübsch. So als Deko. Und wenn man ein bisschen mehr Glück hat als ich, ich habe mich schon wieder geschnitten. Sieht man das? Das ist, der ist neu! Und wenn man ein bisschen mehr Glück hat als ich, wird dem Teil auch zugeschrieben, dass er das Immunsystem stärkt, Blutergüsse, Schmerzen und Schwellungen reduziert. Und außerdem soll er auch noch beim Schlafen helfen. Alter, ich will sehen, was für Schwellung du hast, wenn ich dir 500 Gramm Amethyst auf die Schläfe werfe. In Minecraft schlafen kannst du dann vielleicht gut, aber die Frage ist, wie lange? Au! Hör mal auf, Alter. Das ist ja so wie, als würde ich so einen Kasten aus Nägeln fassen. Lass mich. Und neben seiner Fähigkeit, deinen Blutdruck zu senken, soll er auch bei Brandwunden eingesetzt werden können. Und deswegen kriegst du als Brandopfer in der Notaufnahme auch immer direkt einen Stein. Man kennt's. Alles klar. In dieser Form ist ein Amethyst zum Beispiel sehr, sehr nützlich, um das Raumklima zu reinigen. Pflanzen können Photosynthese. Steine können, das hätte ich nicht tun sollen.
Und Amazon wirbt dann damit, dass der Stein auch mein drittes Auge öffnen kann. Ja, da kann er nicht einfach hier auf meinem Tisch stehen und schön aussehen. Reicht das nicht? Kann die Natur nicht einfach auch mal was Cooles machen? Nordlichter! Ionisiertes Licht in der Atmosphäre? Nee, das muss einfach direkt irgendeine heilige Message von Gott persönlich sein. Gebt euch da mal damit zufrieden. Und dieser Stein stand jetzt eine Woche lang an meinem Arbeitsplatz. Und kreativer bin ich dadurch komischerweise nicht geworden. Eher trauriger und ärmer. Zum Glück gibt es hier ja aber Alternativen. Hier, ein Bergkristall. Stell ihn dahin, wo sich gerne Gerümpel ansammelt. Dann gibt es mehr Ordnung. Also ja, wenn ich mir einen 3-Tonnen-Block Schiefer ins Wohnzimmer stelle, dann habe ich gar keinen Platz mehr für Unordnung. Eine gewisse Logik sehe ich da schon. Aber das ist dieselbe Rechnung, durch die man mit mehr Käse mehr Löcher im Käse und dadurch weniger Käse hat. Seine Schwingungen besänftigen die Nerven und stabilisieren den Kreislauf. Die Schwingungen also, ja? Steine haben also eine eigene Frequenz, wie man es vom Quarz in der Uhr auch kennt. Ach so, der Quarz in der Uhr. Du meinst einen Schwingquarz? Gut, der schwingt tatsächlich, aber nur, wenn er dafür auch einen Impuls kriegt, zum Beispiel, ich weiß nicht, durch Strom. Wie erklärst du dir denn dein Zauberwasser? Wirfst du da einen Toaster rein oder was? Egal, Bergkristall schwingt angeblich Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen und Bandscheibenprobleme einfach weg. Da muss man halt dann einfach ganz doll dran glauben. Bei Bandscheibenproblemen vielleicht noch ein bisschen mehr. Weiß mal ehrlich, das funktioniert doch nicht. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Wirkungen der Steine bisher weder wissenschaftlich nachweisbar noch medizinisch anerkannt sind. Und das sagen jetzt nicht Wikipedia oder Harald Lesch, sondern heilsteinwelt.de. Aufgrund des Heilmittelwerbegesetzes können Sie hier also keine Heilsteine kaufen, sondern Edelsteine, Trommelsteine und Mineralien. Euer fucking Shop heißt Heilsteinwelt! Dude! Aber was fehlt noch für unser heiliges Heilstein-Triforce? Wow! Boah, der hat mich angegriffen! Richtig, der Rosenquarz. Ganz wichtig als Schmuck, nur am linken Handgelenk tragen, weil die direkt mit dem Herzen verbunden ist. Die rechte nämlich nicht! Deswegen fällt die dauernd ab. Rosenquarz wirkt vorbeugend bei Thrombose und Herzinfarkt. Der Stein hat eine schützende Wirkung auf Brust, Eierstöcke, Gebärmutter und Hoden. Will mal sehen, was der für eine Schutzfunktion gegen meinen Hoden hat. Unter das Kopfkissen gelegt bewahrt Rosenquarz vor Depressionen und Schlafstörungen. Alter, weiß nicht. Seid ihr schon mal auf einen Legostein getreten? Das aber mit Kopfkissen. Und wem das jetzt alles zu hart und zu groß ist, gibt's ja auch eine Lösung. Pürierten Rosenquarz für das extra Sandfeeling im Schlafzimmer. Und alle Kommentare bei dem Video so, mega, ich kann total relaten. Ich fühle mich schon seit meiner Kindheit zu Rosenquarzen hingezogen. Alles magisch. Ich kann das nicht, das meint doch keiner ernst. Aber bei der Heilsteinkunde reicht es ganz oft sogar schon, wenn einfach nur irgendwas Hartes im Raum rumsteht. It's that simple. Und die Effekte von den unterschiedlichen Steinen sind halt irgendwie auch immer dieselben. Es geht dir gut. Und die Möglichkeit, damit Geld zu machen, sind quasi unendlich. Was machen die Steine mit dem Wasser? Ja, sie energetisieren das Wasser, sie geben ihre Schwingung an das Wasser ab. Schon Marcel Vogel, quasi Miterfinder der Festplatte für Computer, hat daran geglaubt, dass Kristalle menschliche Erinnerungen speichern können. Festplatte erfunden, Weichhirn geworden. Der hat das hier erfunden und glaubt jetzt hier dran. Why? Und wenn man denkt, es geht jetzt hier nicht dümmer, dann spawnt von irgendwo Hallo. Jemand anderes und sagt Dinge wie: Vielleicht hast auch du schon einmal das Wort Edelsteinwasser gehört. Vielleicht. Vielleicht kann man sich ganz entspannt Heilsteinwassersets auf Amazon kaufen. Warum? Normales Wasser ist natürlich nicht so gut für Meditation und Entspannung oder gesunden Schlaf. Und welches Wasser wäre besser als Quellwasser? Ich habe ja erst gedacht, Mineralwasser heißt ja auch nicht umsonst so, weil Mineralien davon irgendwie abgehen ins Wasser, aber... Also ein Mineral oder so geht nicht ab, sondern nur die Schwingung, also die Ausstrahlung des Steins geht in das Wasser über. Nein, das schmeckt nicht mal nach Stein. Wow, Leute, ich kann es nicht glauben. Das schmeckt nach Wasser. Und für unterwegs habe ich ja meine Flasche. Aber bei der ist mir nicht klar, wie Steine im Wasser einer Glaskuppel das aber nicht das Wasser ist, das ich trinke, das Wasser, das ich trinke, energetisieren sollen. Aber hey, Prost! Bei 60 Euro bin ich auch froh, dass ich nach der Rechnung noch lebe. Warte, dieses Video war viel zu teuer. Oh nein. Was ist denn das? Edelsteinwasser Deluxe. Ah, da ist es. Deluxe. Nur das ist, was? Besser? Ganz besonders. Ganz besonders. Ganz besonders gefährlich, wenn man das Stadtarztbesuch wählt, wenn man mich fragt. Aber gut, die verkaufen ja nicht nur Flaschen, sondern Karaffen, Glasstäbe und einen Wasserspender, Glasstrohhalme und quasi alles, wo man den Stein dran kleben könnte. Und? Das alles ist ganz besonders. Scheiße,
Aber das ist ja das Schöne an der Welt der alternativen Heilmethoden. Es gibt ja immer noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel Gua Sha Gesichtsbehandlung. Gua Sha! Oder wie wir es nennen, Gua Sha. Gua Sha. Genau wie die Heilsteine geht das gerade auf TikTok und Co. durch die Höhlendecke. Und deshalb kannst du dir mittlerweile diese Weichteil-Mobilisierungssets kaufen, die einfach aussehen wie die neuen WMF-Karambit-Skins. 10 Euro im Steam Store, Leute. Aber auf TikTok gab es auch letztens die Trespassing-Challenge, wo man bei anderen Leuten einbricht und das filmt. Da wird ja das Weichteil auch mobilisiert, will ich damit sagen. Aber Gua Sha gibt es ja auch mit Edelstein. Aber warum? Die Haut wird besser durchblutet. Das nennt man Massage. Klar, das kann man mit einem Stein machen. Aber auch mit deinen Händen oder einem Stock. Wenn man nach einer Massage so aussieht, weiß ich einfach nicht, ob das wirklich sein muss. So viel Amethyst gibt's gar nicht, wie du danach brauchst. Und deswegen haben wir ja noch Steine für drinne. Die Joni-Eier. Ich inkubiere da ein ganzes Nest von. Du weißt noch nicht, wo. Und hier ist ja die erste Frage. Warum würde man sich Steine irgendwo reinstecken? Selbstheilungskräfte, die nicht nachgewiesen werden können. Manche Kristalle sind außerdem auch in geschliffenem Zustand porös und können so easy peasy Bakterien an gewisse Orte bringen. Also Beckenbodentraining. Yay! Sich einen Steinei sonst wohin stecken, um sie auf magische Art und Weise mit dem Kosmos zu verbinden und eine Mitritis bekommen. Nee. Und wenn euch das alles nicht überzeugt hat, wisst ihr eigentlich, wo eure Heilsteine und Beauty-Roller so herkommen? Von Kinderarbeitern. Pro Kilo Rosenquarz bekommen die Menschen, die hier arbeiten, 400 Ariari. Immerhin 400 Ariari. Das sind umgerechnet locker 10 Cent. In diesem Sinne, Prost Mahlstein. Schmeckt scheiße, Mann. Aber Leitungswasser. Aber weißt du, was wirklich Gua Sha Sha Shi ist? Er hier, der... Wer bist denn du? Du bist ja mega schön. Ich würde draufklicken. Blind Date, du brauchst gar nicht wissen, was dich erwartet. Weil es einfach so nice ist. Glaub doch einfach mal an die spirituelle Energie zwischen mir und dir und da.